Hallo ihr Lieben, heute machen wir mal was ganz, ganz anderes. Wir arbeiten zwar auch mit Tee, allerdings um Papier altern zu lassen. Daraus könnt ihr dann Schatzkarten, Urkunden auf altgetrimmte Heftchen oder Bücher basteln. Der Fantasie sind da quasi keine Grenzen gesetzt. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie das geht. Es ist eigentlich ganz einfach. Und je nachdem, was wir mit dem Papier gleich machen, wird es etwas unterschiedlich im Ergebnis aussehen. Ich zeige euch einfach mal ein paar Möglichkeiten. Wir brauchen dafür ein paar Blätter Papier, Druckerpapier zum Beispiel, schwarzen Tee und eine Auflaufform oder Schale, die groß genug ist, dass die Blätter hineinpassen. Als erstes bereite ich wieder den Tee zu. Dafür nehme ich 3 Esslöffel auf einen halben Liter Wasser und lasse das Ganze 5 bis 6 Minuten ziehen. Anschließend gieße ich den Tee in ein Sieb ab oder über ein Sieb ab, direkt in die Auflaufform und bewahre die abgesiebten Teeblätter auf. Die brauchen wir nämlich später noch. Diese Menge reicht mindestens für 10 bis 15 Blatt Papier. Wenn ihr mehr machen wollt, dann müsst ihr natürlich wieder umrechnen auf eine größere Menge. Wenn ihr den Tee stärker haben möchtet, das gibt dann insgesamt eine etwas dunklere Färbung, könnt ihr das natürlich auch machen. Probiert es einfach aus. Unser Oberaufseher hat auch alles im Blick, das heißt, wir können jetzt tatsächlich loslegen. Und dann könnt ihr das Papier in die Schale mit der Flüssigkeit geben. Am besten jede Seite einzeln, sodass sie von beiden Seiten gut mit der Flüssigkeit benetzt wird. Ihr könnt auch mehrere Blätter auf einmal hineingeben, dann bekommt das obere und das untere Blatt etwas mehr von der Flüssigkeit ab. Die mittleren Blätter fallen etwas heller aus oder bekommen nur am Rand ein bisschen Verfärbung, was ja aber auch eine interessante Variante sein kann. Wichtig ist, dass ihr die Seiten in der Flüssigkeit ein bisschen bearbeitet und durchknetet, damit sie den Tee gut aufnehmen. Ihr könnt es auch mit den Händen machen, wenn ihr wollt. Je nachdem, wie stark ihr die Flüssigkeit ansetzt, kann es aber sein, dass es ein kleines bisschen färbt. Dann nehmt ihr die Seiten aus der Flüssigkeit, lasst sie ein bisschen abtropfen und gebt sie auf ein Backblech, das anschließend bei, ja, 90 bis 100 Grad in etwa für ein paar Minuten in den Backofen kommt. Ich hatte den Backofen eh in Betrieb und nutze dafür die Restwärme und lasse die Tür ein kleines bisschen offen stehen, sodass die Feuchtigkeit gut entweichen kann. Wichtig ist, dass die Temperatur nicht zu hoch ist, weil ansonsten das Papier anfängt sich zu wellen und sich zusammenzukringeln. Ihr könnt alternativ das auch ohne Backofen machen und die Blätter auf ein paar alten Handtüchern auf der Fensterbank zum Trocknen ausbreiten. Dann müsst ihr nur ein bisschen mehr Zeit einplanen. Wenn die Seiten beim Trocknen übereinander liegen, seht ihr das anschließend als Abdruck auf dem trockenen Papier, was ein ganz schöner Effekt ist. Wir können aber auch noch andere Varianten nutzen. Zum Beispiel können wir die beiseite gestellten Teeblätter wieder hervorholen. Entweder drückt ihr die Teeblätter noch ein bisschen aus und träufelt etwas von dem Teekonzentrat auf die Seiten, oder ihr nehmt die Teeblätter direkt in die Hand und benutzt sie ein bisschen wie eine Art Stempel und bearbeitet damit das Papier noch. Das könnt ihr machen, solange es noch feucht ist. Ihr könnt es aber auch machen, wenn ihr es schon einmal getrocknet habt und euch der Effekt nicht spannend genug ist. Dann gebt ihr es hinterher einfach noch mal kurz zum Trocknen in den Backofen oder lasst es an der Luft trocknen. Wenn alle Seiten fertig gefärbt und getrocknet sind, lege ich sie anschließend noch zwischen Zeitungspapier und presse sie eine Weile, sodass sie richtig schön flach werden. Und dann sind wir auch schon fertig und ihr könnt loslegen und das Papier ganz nach euren Vorstellungen verwenden. Ich bin wie immer gespannt, was dabei herauskommt und wünsche euch viel Spaß dabei. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Liesel. Tschüss!